Willkommen zurück zu Let's Play Gothic 1 mit mir, dem Buffel Tony, und leider dem Matt. Ja, aber soweit ich mich erinnern saß er hier, das heißt, ich darf hier rein. Was sei du? Kluges Kerlchen. Es gibt da ein paar Leute, die versuchen ständig mich zu verprügeln. Fiese Typen aus dem neuen Lager, richtige Brutalos. Ich werde ihnen beim nächsten Mal gleich sagen, dass sie es in Zukunft mit dir zu tun kriegen. Das wird sie sicher abschrecken. Sehr lustig. Und du kriegst es gleich mit mir zu tun, ja, wenn du nicht die Klappe hältst, aber... Ja, ich kann mich leider noch an ihn erinnern und er wird nicht die Klappe halten. So. Wo zur Hölle kann ich mich jetzt hier pennen legen, weil es wird schon dunkel und ich sollte besser mal irgendwo pennen gehen. Diese fiesen Schweine aus dem neuen Lager werden staunen, wenn sie erfahren, dass ich einen Beschützer habe. Die werden sich in die Hosen machen. Das wird ein Spaß. Sonst machen sie ja mit allen kurzen Prozess. Aber jetzt werden sie sich das zweimal überlegen. Und dich verprügeln und mich in Ruhe lassen. Das wäre doch optimal. So, Wer quatscht mit viel? Man darf auch nicht alles glauben. Hey, du! Raus hier! Ja. Weißt du was? Ich tu dir einen Gefallen. Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen. Dann nehmen sie dich vielleicht in das Lager auf. Dann können wir uns jeden Tag sehen. Na gut. Du lernst schnell. Mein Gott, hier. Speichern. Mann, dieser Matt ist echt nett. So. Wo zur Hölle soll ich pennen, wenn mich niemand irgendwo reinlässt? Hey du! Ich leg mich einfach hier hin. Deine Haut. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Hey du! Mal gucken, hey du! Ja, lass mich. Ich habe hier nur geschlafen und ihr standet bestimmt nicht die ganze Nacht hier, oder doch? Und selbst wenn, ist es mir egal. Hey, du hast da drin gehabt. Mann, ich bin anscheinend sogar schon einmal rumgelaufen. Ah, nee, ich bin ja zurückgelaufen. Hehe. Aber war halt für dich. Oh, dann. Oh, ja, das war zwar nicht geplant, aber egal. Gravu. Dann werden wir ihn mal ansprechen. Wahrscheinlich hast du dein Hallo? Wie steht's denn so? Seit ich aufgehört habe, in der Mine zu arbeiten, lässt sich's hier richtig gut leben. Und woher kriegst du dein Erz? Ich helfe Leuten, die Probleme haben. Wenn du hier Ärger mit einflussreichen Leuten hast, kann ich dafür sorgen, dass die Sache wieder ins Lot kommt. Wenn ich hier Ärger habe, kannst du mir also helfen. Wie? Nun, sagen wir mal, du hast Ärger mit Torus. Du solltest es besser nie dazu kommen lassen, aber man weiß ja nie, was passiert. Torus kann ziemlich stur sein. Wenn du dir es einmal mit ihm verscherzt hast, redet er nicht mehr mit dir. Das ist schlecht. Denn als Neuer bist du auf ihn angewiesen. Also kommst du zu mir. Ich kenne eine Menge Leute hier, die Einfluss auf Torus haben. Die legen ein gutes Wort für dich ein und Torus ist wieder auf deiner Seite. Natürlich wollen die Jungs dafür Erz sehen. Dein Erz. Und ich kümmere mich darum, dass dein Erz die richtigen Leute erreicht. Upsala. Eigentlich wollte ich noch das hier eben. Kannst du mir sagen, wer von den Schatten hier zu den einflussreichen Leuten gehört? Du willst die richtigen Leute beeindrucken, hm? Diego hat von allen Schatten am meisten zu melden. Zu seinen Vertrauten zählen Fingers, Whistler und Sly. Dexter und Fisk verscherbeln ihre Sachen auf dem Marktplatz. Sie haben viele Kunden, selbst unter den Gardisten, und sind dementsprechend einflussreich. Und dann wäre da noch Sketty. Er leitet die Arena, bestimmt, wer kämpft und so. Es gibt viele hier, die ihm noch Erz schulden. Auch an ihn kannst du dich halten. Okay. Was auch immer das hier ist, das sieht aus wie eine Art Bühne, steht immerhin ein Musikinstrument drauf. Und wie man sieht, kann ich leider nicht draufspringen, oder wie? Oder wie läuft das hier? Ja, in der Wand stecken ist meine Lieblingsbeschäftigung. So. Ja, die Pfanne kann ich nicht mitnehmen, aber... Ich höre nicht mehr auf das. Früher dachte ich immer, man könnte hier
unten unter der Mauer durchschwimmen, aber geht leider nicht. Stattdessen müssen die Buddler in der Pisse der guten Gardisten und so rumhängen. Naja, hört sich doch alles toll an. Hab ich recht? Okay, nee, tut's nicht. Aber darum geht's ja heute. Ich bin ja... Okay, als was zähle ich gerade? Als Buddler? Oder was? Das weiß ich jetzt selber nicht so genau, aber... Ja, suchen wir noch irgendwelche Leute vorerst. Und dann werden wir uns mal ein bisschen auf Questsuche begeben. War doch klar, dass das hallo, willst du reden? Wie sieht's aus? Neu hier, was? Du solltest wissen, dass man sich hier besser nicht mit den Gardisten anlegt. Wenn sie Schutzgeld wollen, zahlst du besser. Sonst hast du bald das halbe Lager gegen dich. Der letzte Scheiß. Irgendwie wusste ich das schon, aber... Okay. Der letzte Scheiß. Na, wie sieht's aus? In diesem Lager ist nicht genug Platz für uns beide. Bitte was? Wenn es nach mir ginge, würdest du hier nicht alt. Weißt du, warum ich hier bin? In einer Nacht habe ich 1 Dutzend Leute umgebracht. Einfach nur so. Ach du Scheiße. Der hört sich aber nicht allzu nett an. Und wer ist denn das da oben? Er hat eine Rüstung wie Torus. Dann muss er wohl wer sein, der hoch angesehen ist. Okay, nur ein Gardist. Aber... Ach, lass... Wand, lass mich raus. Das wäre sehr nett. So... Okay. Hier auch mit stylischer Hintergrundmusik. Dann wollen wir uns hier mal auf den, ich glaube, das ist der Marktplatz, begeben. Und ein bisschen reden. Hey Mann, ich bin Fisk. Ich handle mit Waren aller Art. Wenn du jemals etwas brauchen solltest, bei mir bist du richtig. Hast du eine Rüstung für mich? Nun, ich bin sicher, dass ich dich zufriedenstellen kann. Ach, du grüne Neune, ich habe überhaupt kein Geld jetzt. Okay, aber schon mal gut zu wissen, wie das System hier läuft. Sie geben Schutz vor Waffen 15 und vor Feuer 5 und die Leichte halt 10 Schutz vor Waffen und 5 vor Feuer. Schon mal gut zu wissen, dann gucken wir uns doch mal den Rest seiner Ware an. Er hat viel Erz. Ein Quiz-Schwert, das genauso gut ist wie mein altes Schwert. Eine Bauernwehr. Ja, okay, der hat hier schon durchaus übelste Sachen. Zum Beispiel diese Buddlerzucht hier. 20 Schaden, kostet aber auch dementsprechend. Und ja. Dann. Mal gucken, hier haben wir noch einen. Der Schläfer sei mit dir, Fremder. Ich bin hier, um dich auf den rechten Weg zu führen. Und was ist der rechte Weg? Der Weg des Schläfers. Er allein hat die Macht, uns von hier zu befreien. In unserem Lager bereiten die Gurus eine große Beschwörung vor. Sie wollen mit dem Schläfer in Kontakt treten. Bisher hat er nur durch Visionen zu uns gesprochen. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Wir brauchen dazu so viel Anhänger wie möglich. Durch unsere gebündelte geistige Kraft werden wir zu ihm durchdringen. Unser Lager liegt etwas weiter entfernt in den Sümpfen. Ich kann dich aber hinbringen, falls du es wünschst. Wer ist der Schläfer? Der Schläfer spricht zu uns durch unsere Träume und Visionen. Seit er vor 5 Jahren das erste Mal mit Iberion in Kontakt trat, hat er uns geleitet. Alle Anhänger der Bruderschaft haben dem Glauben an die 3 Götter abgeschworen. Wir bitten nur noch den Schläfer um Erlösung. Erlösung wovon? Na, von diesem gottverdammten Ort hier. Der Schläfer wird uns den Weg in die Freiheit weisen. Was hätte ich davon, mich euch anzuschließen? Vielleicht bist du einer der Auserwählten, denen der Schläfer die Gabe der Magie verleiht. Oder du erreichst die höchsten Ehren und wirst zum Templer berufen. Nur die besten Kämpfer unter uns dürfen diese Position bekleiden. Wenn der Schläfer mit dir ist, kannst du sogar beides kombinieren. Die Besten unter den Templern haben nämlich auch die Gabe der Magie. Du siehst, in unserer Bruderschaft gibt es viele Möglichkeiten für dich. Überzeuge dich selbst davon, bevor du dich vorschnell für ein anderes Lager entscheidest. Okay, dann haben wir schon mal viele
Sachen gesammelt und wir sehen uns beim nächsten Mal.